Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, und wir sind in Elde. Wir haben nämlich vor, ein paar Navare zu hauen. Ja, wir haben jetzt mal gerade eine wiederholbare Navar-Quest. Und da ich wirklich jetzt langsam mal mit Quests sparen muss, kann ich mir auch nicht mehr so wählerisch sein und sagen, oh, ich mache jetzt einfach mal was anderes. Das heißt, wir müssen hier schon mal ein bisschen mehr bei den Navaren dranbleiben. Sieht viel aus, die Quests, die wir haben, aber so viele sind das nicht. Das ist eigentlich alles nur dieses hier Teufelsdom. Und das müssen wir halt alles, ja, sagen wir mal, aufsparen, weil sonst habe ich nicht mehr viel. Ich könnte halt nur noch maximal ins Abbey bzw. ins Verlies gehen. Oder aber in, ja, eben diese Drumpfrümmer-Sanz oder vielleicht noch ein bisschen Schloss. Oder auch Finokaos und okay, sind schon viele Auswahlmöglichkeiten. Aber sagen wir mal so, die Navar-Quest ist immer noch die beste, weil das ja noch vergleichsweise schnell vorangeht. Vergleichsweise. Wir haben jetzt ungefähr, ich habe 7 Folgen und ungefähr 30%. Ich denke, mit Ende dieser Folge werden wir auf jeden Fall 30% haben. Es geht schon schnell voran, denke ich mal. Also kann man sich nicht beschweren. Das einzige lange hier wirklich bei dieser Quest ist, der ganze Weg hin und her. Also das Laufen. Wenn ihr irgendwie einen Partner habt, also einen verheirateten Partner, einen Hochzeitspartner, einen Ehemann oder Ehefrau im Spiel, dann würde ich euch wirklich empfehlen, den mitzunehmen und die Quest mehr oder weniger gemeinsam zu machen und euch hin und her zu porten. Wenn ihr halt eine eigene Gilde habt, könnt ihr euch auch einen Char hier herstellen, zum Beispiel, der quasi als Portchar dient. Ihr wisst, was ich meine. Müsst ihr euch halt nur jemanden suchen, der eben auch sich dafür mit einloggt oder sowas. Ich habe ja eigentlich vor, den lieben Skandal zu fragen, aber jetzt momentan, das ist ja ellen spät, da wollte ich nicht nochmal anrufen und sagen, hier, log dich mal ein. Das mache ich dann, wenn dann, vielleicht bei der nächsten Aufnahme. Wir müssen ja da eh nochmal hin und dann kann ich wenigstens den Weg sparen. Das wäre ja schon mal was wert. So, die Rollen laufen so langsam ab. Naja, was soll's, ist egal. Ich denke, wir kommen auch so ganz gut zurecht. Bei den Navaren brauchen wir nicht unbedingt rollen. Hab ja noch meinen Guest-Buff. Und 60 Navara kriegen wir auch so tot. Hehe. Klack, klack, klack. Vor allem, weil wir ja relativ weit hinter denen oder gut hinter denen herrennen. Und so viel Schaden machen die nicht mehr. Ich meine, die sind jetzt so halbwegs auf unserem Level. Dann schlug ich lieber mal einen Stein mehr, anstatt eine Rolle zu verschwenden. Das passt schon. Das machen wir so. Genau. Ohne Widerrede. Na, vielleicht mit kleiner Widerrede. Aber nur ganz klein. So. Ich wollte jetzt gerade sagen, nee, die sind ja noch nicht alle umgefallen. 10. Einer war weniger. Ich glaube, ja, das müsste es ungefähr gewesen sein. Also ich denke mal, 10 Mobs müssten in einem anderen Raum stehen. Hier sonst ein paar mehr. Entsprechend kriegen wir quasi pro Runde, na, sag mal ungefähr pro Runde 20 Mobs. Das heißt, ich muss dreimal den Raum leer oder beide Räume leer machen. Und schon haben wir die Quest fertig, also schnell geht's. Dafür bringt er natürlich ein paar weniger XP, aber schnell geht's. Muss man ja so sagen. So, hopp. 19. Guck mal, Lebenskrank, den nehmen wir mit. 23. Nur einmal durchgelaufen und fast schon, ja, fast die Hälfte. 6 Stück fehlen noch. Riley hat sich den Titel Großwildjäger verdient. Glückwunsch, Riley. So, komm hier, die ersten Mobs kommen. Entsprechend gehe ich schon mal los. Kommst du? Nicht da hinten rumstehen. Genau. Okay, ihr kommt auch mit. Alles einsammeln, wisst ihr ja. Nicht, dass wir ja wegen einem Mob vielleicht irgendwann mal noch was vergessen und dann nochmal doppelt rennen müssen. Nee, 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 nee. Da mache ich nichts mit. So, blim, 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 hier plimpert es immer überall. Da wieder eine Nagelkette, hier ist Silberbarren. Da liegt noch eine Nagelkette. So, Hälfte von der Quest haben wir schon wieder. Blup. So, wie lange sind wir hier schon? 5 Minuten, naja, 4 Minuten 22. Muss jetzt immer das Intro mit dazu rechnen. Also wären wir jetzt bei 4 Minuten 44 ungefähr. Intro ist ungefähr 11 Sekunden lang. Ja. Weil, ihr habt es ja gesehen, ich weiß, oder ich, zumindest das Feedback, das ich jetzt bekommen habe, ist das Intro eigentlich ganz gut gelungen. Und entsprechend freut es mich natürlich. Der Dü selber hat sich auch ein, also der Dylan, wisst ihr ja, hat sich ja auch ein Intro zugelegt. Der hat ein etwas anderes als ich.
Und hat halt jetzt gemeint, ja, das Vorschneiden mache ich doch nur bei Minecraft, weil das ihm zu viel Arbeit ist. Andererseits war er ja der, der gesagt hat, ja, ich will auch immer die spannendste Szene mit vorn ranschneiden. Aber wenn ihm schon das Intro einfach nur davor sitzen zu viel Arbeit ist, dann weiß ich auch nicht, wie er das dann machen will. Ich weiß nicht, ob ich das schon überhaupt mal gemacht habe oder ob ich das eventuell hier in dieser Aufnahme gemacht habe oder haben werde. Ich bin mir noch nicht sicher. Weil es ist ja schon eine Menge Arbeit. Man muss sich schließlich die entsprechende Szene raussuchen, rausschneiden, nach vorne ransetzen, danach das Intro, dann die richtige Folge. Es ist viel Arbeit. Es ist möglich, es ist kein Problem. Aber es ist Arbeit. Und ich weiß nicht, ob ich momentan noch die Zeit dazu habe. Ich habe ja eh einige Verbesserungen noch vor und will erstmal die zusammen hinbekommen, bevor ich mich hier an ein Intro oder vielleicht sogar eine Endcard mache. Endcard, wisst ihr, ist quasi sozusagen nochmal das Abmoderieren mit einer entsprechenden Karte und so weiter und so fort. Oh, Anwesenheit geprüft. Ne, das wird aber auch Zeit. So. Anmeldung KQ, Kingdom Quest, Schlachtfeld des Frühlings. Hat begonnen. Geht da überhaupt noch jemand rein? Schlachtfeld des Frühlings? Weiß es nicht. Also jetzt um die Zeit wird da keiner reingehen. Da brauchen wir ja jetzt keine Sorgen machen. Aber weiß gar nicht, ob da allgemein jemand reingeht. So. Ja, ich weiß, du bist fertig. Vielen Dank. So. Oh, apropos fertig. Ich nehme mal die Rolle. Komm, bevor wir hier unnötig rumstehen. Alles Zeit, alles Zeit. So, da sind wir schon wieder. Hopp. Und wo geht's lang? Da hinten. So, Snow Fairy steht immer noch hier rum. Snow in der Wüste. Eldarin. Dankeschön. Und weiter geht's. Mal schauen, eine Runde müssten wir noch schaffen in dieser Folge. Oder zumindest größtenteil. Obwohl, nee, wir müssen eine Runde noch schaffen in dieser Folge. Wir haben jetzt gerade mal 7 Minuten. Das müsste jetzt eigentlich ziemlich genau hinkommen. Das heißt, wenn wir jetzt abgeben, also die versprochenen 30%, die haben wir, denke ich, gleich. Ja, siehste. Bin ich gut oder ja? Ja, ich weiß, gibt nicht so viel Prozent so eine Navar-Quest, aber es sind, glaube ich, 2 oder 3% so. Und dann hauen wir da nochmal insgesamt, glaube ich, dann 4%. Hatte ich ja schon mal gesagt. Es ist nicht unbedingt schnell, aber andererseits muss man bedenken, 7 Minuten, ne? Wir haben ungefähr 7 Minuten für eine Runde gebraucht. Und 7 Minuten 4%, das sind schon noch ganz vernünftige Werte. Das wird uns irgendwann später auf Level 100 oder so, wird uns das schon freuen, wenn wir mal wirklich eine Quest hätten, wo wir in 7 Minuten 5% machen. Oder 4%. Ja, da werden wir uns wahrscheinlich freuen, wenn wir in 7 Tagen 4% kriegen. Ja, so wird's sein. So, die Anmeldung für die Kingdom Quest. Große Wasserschlacht hat begonnen, da wird wahrscheinlich auch keiner reingehen. Würde mich wundern. Ich meine, guckt mal auf die Uhrzeit, 1.02 Uhr. Jeder normale Mensch schläft da. Und selbst die Unnormalen gehen so langsam ins Bett. Aber, naja, was muss, das muss. Und die eine Folge mache ich noch, dann mache ich übrigens auch Feierabend. Ton bearbeiten und dann ab in die Kiste. Gerendert werden die Videos morgen. Obwohl, nee, morgen Nachmittag sozusagen. Damit ich da dann rechtzeitig fürs Wochenende hochgeladen habe, da brauche ich nämlich die nächste Folge bin. Aber ist ein GM on, bitte mal anschreiben um die Zeit. Unwahrscheinlich, Alf. Unwahrscheinlich. Ja, aber es ist, wie gesagt, am Wochenende habe ich schon wieder ein bisschen was vor. Da habe ich einen größeren Geburtstag von meiner Freundin. Die Oma wird nämlich, ich glaube, das war so. War das der Geburtstag? Ich denke schon. Wird 60 oder war das Silberhochzeit? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder irgendein Hochzeitstag. Bin da immer voll verwirrt. Ich kann mir solche Daten einfach nicht merken. Und obwohl, ich könnte ja einfach mal hier stehen. Geburtstag, Oma. Okay, war Geburtstag. Und entsprechend bin ich dann natürlich den ganzen Tag verplant, beziehungsweise komme auch erst am nächsten Tag des Wochenendes wieder. Man weiß dann nicht mal genau wann. Naja, entsprechend muss man dann halt schon ein bisschen vorarbeiten und so weiter und so fort. Und deswegen mache ich das jetzt auch hier. Hehe. Morgen würde ich dann nochmal eine Runde Mass Effect aufnehmen. Mache ich morgen früh. Und dann eben morgen Nachmittag, beziehungsweise was heißt Nachmittag, morgen Abend wird das ganze Zeug durchgerendert, was ich da aufgenommen habe. Inklusive Mass Effect. Inklusive eine Fiesta, damit ich alles pünktlich da habe. So, 6 von 60 Navaren haben wir. Nein, 9 von 60 Navaren haben wir. Ich sag doch, das geht schnell. 10. Rest kriegen wir auch ganz flink hin. Wasserschlacht B hat begonnen.
Ich guck noch mal rein. Es war, beziehungsweise es ist galaktisch unwahrscheinlich, dass ich da irgendjemand einschreibe. Aber, ja, es ist nicht unmöglich, ne? Nichts ist völlig unmöglich. Ja, na gut, manches schon, aber, nee, eigentlich nicht, nee, nichts ist unmöglich. So, da bleibe ich jetzt bei. Alles kann sein, alles wird sein. Manchmal war alles schon, So, apropos, es ist unmöglich, dass jetzt keine Mods hier dastehen. Deswegen kommen auch glatt welche. Die müssen nur kurz, jetzt ist die Wartezeit vorbei, jetzt kann ich sie anhauen. Okay, schön. Kommt mal mit. Hier drüben kommen die nächsten. Zack. Schauen wir mal, der ist, ja, die sind auch schon anhaubar. Brauche ich nicht unnötig lang warten. Blub. Und hier die nächsten. 25 von 60. Wie gesagt, also an Geschwindigkeit ist diese Quest nicht zu toppen. Noch ein, zwei Prozentchen mehr und das würde hier abgehen wie Schmidts Katze. Ja, Schmidtis Katze. Wenn einer von euch Schmidt heißt, legt euch mal eine Katze zu, dann habt ihr Schmidts Katze. Genau wie Hempels sich ein Sofa zulegen müssen, damit sie mal drunter gucken können. Oder dahinter, je nachdem, aus welcher Gegend dann kommt. Das heißt ja, sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa oder hinterm Sofa. Also sprich, unordentlich. So wie bei Black im Aufnahmezimmer. Ja, das Zimmer, also momentan sieht es hier wirklich ein bisschen aus, muss ich zugeben. Zumal der Schreibtisch, ja gut, der Schreibtisch ist immer unordentlich. Das ist normal, zumindest für mich. Wie heißt das schön? Nur der Kleingeist hält Ordnung. Das Genie beherrscht das Chaos. Ich war schon mal schlimmer, muss ich zugeben. Aber den Schreibtisch, den habe ich mir immer noch angewöhnt. Da muss das halt schon mal sein. Da liegt zum Beispiel halt ja, mein Notizblock, wo ich alles drin geschrieben habe. Momentan liegt da ein MP3-Player. Drei Gläser stehen hier rum. Drei Gläser, weil ich es einfach nicht geschafft habe, die nach hinten zu schaffen und mir ständig ein neues mitgebracht habe. Und ja, noch diverses anderes Zeug. Muss den mal wieder aufräumen. Also der sieht momentan etwas unordentlich aus. Das muss nicht mehr sein. Nee. Aber das mache ich nicht heute mehr. Na gut, wenn dann heute Abend. Weil jetzt ist ja schon heute früh. Bei mir zumindest. Bei euch wird es jetzt, wenn ihr die Folge zeitnah guckt, Mittag sein. Apropos zeitnah. Es gibt tatsächlich mittlerweile Leute, die die Folge dann gucken, wenn sie rausgekommen ist. Kann man ja jetzt bei YouTube wirklich sehen. Da in der Statistik kann man quasi so eine Echtzeitstatistik aufrufen an der Seite und hat mich schon gefreut, dass ich heute früh so kurz nach 12 reingeguckt habe und die veröffentlichte Fiesta-Folge, da stand schon ein Jetzt da. Also sprich, wird gerade eine Folge geguckt. Gerade erst rausgekommen und wird schon geguckt. Fand ich schön. Fand ich lustig, fand ich, freut mich. Das freut mich. Sind natürlich noch keine Werte, also ich hoffe mal irgendwann mal wirklich so pro Video, also jetzt nicht im Durchschnitt, sondern am ersten Tag wirklich mal ein, zwei hundert Leute, 100 Aufrufe zu bekommen, aber das werde ich auch noch hinbekommen. Jetzt nicht vielleicht gerade bei Fiesta, weil irgendwann, sagen wir mal, dadurch, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist, hat man natürlich irgendwann alle, die angucken wollen, erreicht. Muss man ja so sagen. Ist noch nicht so der Fall. Ich sag mal so, leicht zurückgegangen sind auch tatsächlich schon die Aufrufzahlen bei Fiesta, aber das liegt weniger daran, dass sie halt weniger zugucken wollen, sondern einfach, weil es jetzt wirklich langweilig wird. Insgesamt steigen die Aufrufzahlen von den alten Videos natürlich immer noch an. Da gucken auch noch sehr viele Leute von Anfang bis Ende die Folgen, das freut mich. Dass über längere Folgen dabei bleiben. Also ich glaube, ich könnte mir selber nicht die ganze Zeit zuhören. Andererseits, man muss sich ja auch nicht selber zuhören. Man hat es ja schon mal gesehen und gehört. Und das ist schon mal immer ein bisschen lustig. Und vieles, was ich als lustig erkenne, finden andere nicht lustig. Oder gerade vieles, was ich als überhaupt nicht lustig erkenne, lachen sich andere schief und scheckig. Verstehe ich nicht warum. So, habe ich jetzt eigentlich. Ich hoffe, ich habe die Quest jetzt fertig. Wäre jetzt peinlich, wenn nicht. Aber man kann gucken, 2% haben wir schon wieder dort drin einfach nur das Hauen dieser Mobs gemacht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also XP geben die gut. Und durch das Abgeben noch, ja, kann zufrieden sein. In der nächsten, allerdings hole ich mir dann vielleicht in der nächsten Aufnahme noch den Buff,
am besten dann den nicht den Drop-Buff, sondern den XP-Buff. Kriegen wir nochmal ein paar Prozentchen mehr an XP für die Mützchen. Zumindest für die erste Stunde. Wäre ja auch nicht schlecht. Kriegen wir hin. So, hopp. Erstmal hier hin. Hallo Bürgermeister Marty. Da war Jäger. Jawohl, braucht Quest beginnen. Dankeschön. Und ja, in der nächsten Folge auf jeden Fall werden wir diese Wiederholungsquest mal probieren mit den blauen Kreuztrümpfen. Muss ja nicht sein, dass wir ständig nur nach Ware hauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.